Ja, und da sind wir zurück bei PewDiePie Legend of the Brofist. Hier gibt's gleich was gefistet, meine Freunde. Irgendwas hat auch. Das da unten hat auch jetzt einen Sinn, dass da so viele Fässer rauskommen. Wahoo! Wir checken das. Guck mal, was geht denn hier? Das schafft auch das Sperma-Auge nicht. Was sollen wir jetzt tun? Oh, Jennifer! Hey, PewDiePie! Jennifer? Ah, ich hätte wissen sollen, dass der große Brocken, der uns den Weg versperrt, Jennifer ist. Hey, PewDiePie, hey, ich liebe dich. Du bist zu groß, Jennifer. Du blockierst den Weg. Ja, ich glaube, mein Auge könnte es dir aus dem Weg schaffen. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich. Jetzt ist sie weg. Ich stelle sicher, dass dir keiner folgt. Du auch? Danke, schätze ich. Tschüss. Tief in der Mine. Haben wir also auch geschafft. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir doch langsam ins Schloss kommen. Ins Alex the Kid Schloss. Jetzt ist Jacksepticeye im Hosenmenü verfügbar. Ich möchte immer noch gerne wissen, wer das ist. Das sind so die Flicken. Was machen die denn? Diese. Ach so. Die machen eigentlich nichts. Wir hätten nur viel mehr schon finden können, glaube ich. Jacksepticeye. Charaktere. Cinnamon Toastkin. Und Jacksepticeye. Es fehlen noch eins, noch zwei. Also eine Ente fehlt noch. Und so. Wieder was ich in die Videobeschreibung packen muss, damit wir wissen, wovon wir hier eigentlich sprechen. So, jetzt geht's auf die Insel. Wir können das ja mal. Wir können ja mal ein Level im Bro-Style probieren. Schwierigkeit Bro. Nein, wir bleiben mal beleicht. Wir können es hinterher immer noch mal auf Bro probieren. Guck mal hier. Wir sind im Wald. Bei Alex Kidd. Alex the Kid, das wäre natürlich jetzt ganz cool, wenn wir da jetzt irgendwie noch eine so eine Anspielung finden würden. Was ist denn das hier? Okay. Ich möchte hier gucken, ob ich einen Flicken finde. Nö. Schade. Juhu. Eine Eule oder eine Fledermaus, was ist denn das? Eine hässliche Maus, die da fliegen kann. Hallo, ach, geh doch mal aus dem Weg. Oh, Mann. Was haben wir denn da? Ein Bienennest. Oh, jetzt geht's. Ach, nee. Ach, nö. Ehrlich jetzt. Oh, hallo. Oh, Mann. Wollt ihr mich alle verarschen hier? Was ist denn jetzt los? Ey. Bleib doch mal gechillt, Pippi. War das jetzt Medusa? Soll das jetzt Medusa dargestellt haben? So, hier haben wir nochmal Yoshis Ei. Komm. Was ist denn das schon wieder? Der hüpft nie auf den Gegner drauf. Das ist der Hammer. 655, das heißt, wir könnten uns eigentlich den nächsten Charakter durchaus kaufen. Oh, die Bienen. Die stören mich am Hüpfen, glaube ich, beim Hüpfen. Ne, die stören mich generell. Oh, Medusa schon wieder. Genau, die Bienen haben mich beim Hüpfen gestört. Bam. So, den haben wir auch. Hier, die Schlümpfenpilze. So, geht's hoch. Da haben wir noch einen Checkpoint. Checkpoint. Ein Werwolf. Hallo, was ist denn bitte hier los? Alter, da ist wieder wer. Na! So, nochmal. Komm her. Check, Werwolf-Skin. Oh. Das gibt's ja gar nicht. So. Ich hüpfe einfach schnell hier lang. So, da ist noch ein Check-Werwolf. Oh. Und noch ein dritter. Ey, 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 ey. So, sind wir hier oben. Da wollte ich eigentlich gerne hin.
So, Sticks. Uiuiui, jetzt wird's aber eng. So, die haben wir eingesammelt, die Talas. Och, nicht doch. Der hüpft ja genau zwischen die zwei Blätter. Na, was soll denn das? Wir hüpfen schnell weg. Check the wolf skin. Oh, bam, bam. Und wieder nicht. Jetzt haben wir Glück gehabt. So. So. Da oben ist ein Skelett, ein normales. Das ist erstmal nicht ganz so problematisch wie die. Oh, hallo! Oi. Ich kotze ab. Jetzt schnell weg. So. Wuhu. Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, hallo! Da oben ist eine hässliche. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich hab's nicht so gemeint. Ich bin nicht hässlich. Nein, ich hab das nicht so ge. Oh, abgestürzt fast. Schaffen wir nicht. So, jetzt gehen wir hier hin. Sammeln uns das Blatt ein hier. Mal gucken, was da drin ist. Ein Beans flicken. Oh nein! Ach, das geht natürlich vollkommen schief wieder mal! Scheiße, ja. Mann! Und jetzt kann man wieder vorne anfangen. Alles klar, super. PewDiePie reizt mich gerade ein wenig. Jetzt im Moment reizt er mich. Wuhu! Oh, die Steuerung reizt mich sowieso die ganze Zeit schon. Der macht immer, der schwingt noch ein bisschen nach. Puh. Ach komm. Erst hüpft er zu weit, dann hüpft er nicht weit genug. So. Okay, hier in dem komischen. Wo ist denn der Nebel? Sind unsere Herzen entscheidend? Ho. 4 3 2 1 Jetzt haben wir den ersten Hund. Alles klar. So haben wir jetzt den ersten Hund verloren. Jetzt verstehe ich auch, wie das Ganze funktioniert hatte. Als wir, jawohl, es bei der Eisenbahn nicht richtig hinbekommen haben. Wenn das das letzte Herz da ist, dann opfern sich die Hunde. So läuft's hier also. Jetzt aber, komm, jetzt gehen wir in den Wald vor Schloss. Oder gehen wir schon ins Schloss? So, bin gespannt, was uns da jetzt erwartet im Schloss. Maki Plio ruft an. Hey, Buddy. Hey, Kumpel. Yep. Was geht? Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Kannst du mich mitnehmen? Klar, kein Problem. Ich bin ein paar Minuten da. Auflegen. Dieser Ort verpasst mir Gänsehaut. Okay, Marky P. wird also mit seinem Flugzeug kommen wahrscheinlich. Die kriege ich doch nicht kaputt, diese hässlichen. Nein, du bist nicht... Nein. Ich habe es nicht so gemeint. Hallo, könnt ihr mal wieder aufhören? Was denn hier los? Habe ich nichts getan. Junge. Was ist denn das? Gibt's das? Jetzt kommt noch ein. Ach so, ich muss überleben sozusagen. Das ist hier mit den Dinosaurier. Ich muss überleben, bis Marky Pier da ist. Na gut, wir wollen ja nur weglaufen. Was soll hier schon passieren? Die 50 Sekunden überstehen wir noch. T9000 fliegen. Da haben wir noch ein Herz. Jetzt kommen noch Enten geflogen. Ja, noch ein Herz. Jetzt kommt aus dem Boden rausgeschossen. Da oben ist ein Herzen. Guck mal, 3 Stück sogar. Diese blöde Fackfedermaus. Da sind die Enten ja noch kein Problem, aber diese fucking Fledermaus. Ey, das sind doch nie Holgersons-Enten. Gänse sind's doch. Nils. Holgersson.
Ja, komm. Check the Werwolf. Ey. Hallo. Bitte nicht. Hört doch mal bitte auf, mich zu töten. Guck mal da, da ist Markiplier. Ist das jetzt denn ernst? Echt jetzt? Oh, what the fuck? Warum? Warum? Wie kann denn das? Warum? Ich würde gerne mal da versuchen, da hochzukommen. Silber wird schon, das ist schweinisch heiß schon wieder wird das hier. Das bringt natürlich immer mit sich, dass es ein bisschen kurz eine Ruckelphase hat. Es kommt der Nebel von unten. Das heißt, jetzt wird es also schon ein bisschen komplizierter, das Ganze. Komm mal von oben, mal von unten. Geld haben wir alles, kein Thema. Oh man, jetzt gehen wir hier hoch. Das war natürlich eine vollkommen sinnlose Aktion, was ich hier gemacht habe. Dass ich da den Hubschrauber einfach hinten ins in den Rotor reinspringe. Voll unnötig. Ja, ja, komm, genug Kerzen. Cillabone! Und so ein blödes hässliches Skelett. Das ist doch schon wieder. Bitte, töte mich nicht. Und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Jawoll, sind wir reingesprungen ins Flugzeug. Ja, ja. Klappt schon. So, danke. Wo hast du diesen Heli her? Oh, der kam mit dem Jet. Mit YouTube Money, natürlich. Klingt legitim. Kannst du mich in Afrika rauslassen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da die Basis der Fässer finde. Kein Problem. Der Markiplier fliegt jetzt mit seinem YouTube Money Jet Helikopter nach... Ach guck mal, in Transsilvanien waren wir zuletzt jetzt. Deswegen diese komischen, hässlichen Viechers. Jetzt werden wir wahrscheinlich nach Süden fliegen von unserem Schloss aus. Nein, wir fliegen nicht nach Süden, wir fliegen nach Norden. Und wie es in Afrika aussieht, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe es in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Quitschibue zockt PewDiePie. Und bis dahin, lass es dir gut gehen, bleib ein bisschen gesund, mach's gut und tschüss.